Kommen Sie mit, liebe Blogfreunde, an die Orte der Bloginspiration. Heute die Tübinger Neckarinsel. Was für ein prachtvoller Tag. Oktober, Herbst. Die Poetik des Letzten. Das letzte Eis, der letzte warme Sonnenstrahl, die letzte Stocherkahnfahrt. Gern erinnere ich mich noch heute an die mitgehörten Worte einer jungen Dame, die offensichtlich ihr Studium in Tübingen gerade erst begonnen hatte und den Eltern erklärte, es handle sich um Stockboote, mit denen die Leute hier auf dem Neckar fahren. Sehr hübsch, Stockboote. Dass es sich um Stocherkähne handelt, würde sie ganz sicher später erfahren. Was wiederum zeigt, dass man eigentlich alles, was man irgendwie nennt, sprachlich auch ganz anders nennen könnte. Möglicherweise sogar den Hölderlin-Turm. Der könnte ja Schillerturm heißen, wenn dieser in ihm gewohnt hätte. Aber dazu müsste man die Geschichte zurückdrehen. Oder verändern. Oder beides. Nun, wie auch immer, wir überlassen uns solchen Überlegungen und beenden unseren Report aus Tübingen mit dem Blick auf die regionalen Besonderheiten. Das prachtvolle Herbstlaub.